glaube, dass es für uns heute ja, auch ein verdienter Sieg war und dass wir natürlich sehr froh sind, dass wir jetzt den größten Erfolg der Vereinsgeschichte erzielen konnten. Wir sind noch eine junge Vereinsgeschichte, aber es ist schon so, wir haben dieses Jahr das erste Mal die K.O.-Phase bzw. die Gruppenphase überstanden und sind jetzt sofort im Halbfinale. Das ist natürlich eine super Geschichte. Wir müssen sehen, dass wir wieder als Kollektiv so auftreten wie heute und dann haben wir auch dort unsere Chancen. Natürlich ist PSG natürlich ein sehr, sehr guter Gegner mit sehr viel individueller Qualität. Aber wir haben eine gute Mannschaft mit sehr vielen guten Spielern und wir wollen alles dafür tun, ins Finale einzuziehen. Die Jungs sollen das schon genießen. Es ist ein außergewöhnliches Ereignis, das muss man sagen. Das hat man nicht jede Woche oder jedes Jahr. Und deswegen sollen wir das heute auch genießen. Natürlich immer in dem Maße, weil wir natürlich, wie gesagt, am Dienstag dann auch ein wichtiges Spiel haben, wo wir dann wirklich den Einzug ins Finale, ums Finale kämpfen. Aber trotzdem sollen die Jungs das heute auch genießen.